Liebe E-Bike-Drohnen und Autofreunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, heute geht es mal um Drohnen. Nicht zwei ganz besondere. Ich mache heute einen Vergleich zwischen Low Budget und High Budget. Sprich, Zino Mini Pro auf der einen Seite und natürlich die gute, schöne, neue DJI Mini 3 Pro. Beide mit Abstandssensoren nach vorne, hinten, unten. Nicht nach rechts, nicht nach links. Machen sie beide nicht. Beide mit einer 4K-Kamera. 30 Frames macht die Zino Mini Pro bei 4K und die süße kleine DJI sogar mit 60 FPS. Und hier sind sie, die beiden Protagonisten. Ja, erstmal zur Zino Mini Pro. Zur Zino Mini Pro ist zu sagen, und grundsätzlich ist zu diesen Drohnen zu sagen, die eignen sich beide dazu, sie mitzunehmen, unterwegs schöne Videos zu drehen. Beide haben eine hervorragende Bildqualität. Was man aber bei jeder Drohne beachten muss, und das wisst ihr vielleicht nicht, wenn ihr nur euch mit Radfahren beschäftigt und nicht mit den Drohnen und nur einfach dann schöne Bilder machen möchtet. Ihr braucht in jedem Fall auch bei diesen 250 Gramm Modellen, zu denen beide gehören, also bis 250 Gramm, benötigt man keine Registrierung der Drohne und keinen Drohnenführerschein. Was ihr aber registrieren müsst, seid ihr selber. Als Pilot, und zwar beim Luftfahrtbundesamt, müsst ihr euch in jedem Fall registrieren. Und was ihr auf jeden Fall braucht, egal was für eine Drohne, ihr benötigt eine Haftpflichtversicherung. Die gibt es für Drohnen. Ich mache jetzt keine Werbung. Guckt einfach im Internet nach. Es gibt gängige Vergleichsportale, da könnt ihr sehen, welche Versicherer es da gibt. Wie gesagt, beide Drohnen 250 Gramm. Bei der Zino Mini Pro hat man einen normalen Controller. Nämlich diesen hier. Hier unten kommt das Handy rein. Hier sind die Antennen. Solch einen Controller, so ähnlich, haptisch etwas hochwertiger, gibt es auch für die DJI. Hierbei habe ich den RC-Controller. Der ist extrem teuer. Kostet mit dieser Drohne zusammen 999 Euro, dieses Paket. Ist natürlich relativ teuer, wohingegen die Zino Mini Pro schon ab knapp über 500 Euro zu haben ist. Allerdings mit dem normalen Controller. Mit einem normalen Controller kostet die Mini 3 von DJI 829 Euro. Ist aber immer noch ein gewaltiger Preisunterschied. Dazu muss natürlich die Leistung dieser Drohnen auch besser sein oder sollte besser sein. Ob sie jetzt wirklich besser ist, das werden wir gleich noch überprüfen, indem wir Vergleiche machen in Fotoqualität, in Videoqualität. Dann haben beide Drohnen etwas ganz Tolles, nämlich hier vorne auch zwei Kameras, Obstacle Avoidance, also Hinderniserkennung. Die geht nach vorne. Dann hat diese Drohne auch zweimal Obstacle Avoidance nach hinten. Und diese Drohne hat zweimal Obstacle Avoidance nach unten und auch um Indoorflüge zu ermöglichen. Die Zino hat das auch. Die hat hier vorne
zwei Sensoren für nach vorne. Hier hinten zwei Sensoren für nach hinten und nach unten zwei Sensoren. Was sie noch hat, ist ein Landelicht für Flüge im Dunkeln. Beide Kameras werden geliefert mit Gimbalschutz und einem Akku, der ungefähre Flugzeiten von einer halben Stunde ermöglicht. Die Hersteller sagen da zwar immer etwas mehr, aber so viel Unterschied ist da nicht. Nach 20 Minuten ist Schicht, besonders wenn man 20, 25, 30 Minuten maximal, besonders wenn man die Hinderniserkennung mitlaufen lässt. Die braucht dann doch schon relativ viel Rechenleistung. Bei Updates werden beide Drohnen sehr heiß von unten. Die Zino hat dazu hier solch einen Schutz aus Kunststoff, der allerdings abnehmbar ist und den man im Flug auf jeden Fall abnehmen sollte. Ja, den macht man einfach ab und so schaut sie dann von unten aus und wird hier über diese Kühlrippen gekühlt. Wenn man Updates macht, noch als kleiner Tipp direkt, man kann die Drohne dann bei den Updates hier auf den Rücken legen, dann wird es nicht ganz so heiß, oder man macht es, wie ich das mache. Ich stelle einfach einen Ventilator davor und sie bekommt genug Luft. Das gleiche gilt für die süße kleine Mini 3 Pro, wobei die untenrum komplett geschlossen ist. Also haben beide keinen Lüfter, sind dadurch natürlich relativ leise, zumindest bei den Updates. Zur Fernsteuerung ist zu sagen, für diese hier benötigt man zusätzlich sein Handy, das fest mit dieser Fernsteuerung verbunden wird. Das gleiche gilt für die normale Fernsteuerung der Mini 3 Pro. Oder aber man hat diesen wunderschönen Controller, diesen RC-Controller. Der ist wirklich eine Wucht. Das Ding ist richtig klasse. Dann braucht man kein Handy extra dazu. Deswegen habe ich mir den auch geholt. Weil unterwegs immer das Handy rausholen und wieder einspannen und ach nee, war mir alles zu viel. Deswegen wird auch die wahrscheinlich meine Nummer 1 bei Radreisen sein, aber die hat auch auf jeden Fall eine Chance verdient. Wie die sich dann also schlagen werden, das werden wir nachher sehen, wenn wir die Flüge machen und die Bilder vergleichen. So. Jetzt klappen wir die kleinen Dinger nochmal auf, damit man mal sieht, vom Größenvergleich her. Die tun sich also wirklich nicht viel. Und ich sagen muss, von der Haptik her gibt es hier einen Gewinner. Die Haptik hier ist bei der DJI doch schon um einiges, fühlt sich das Ganze hochwertiger an. So schaut's aus. Also die ist auch etwas größer, wenn sie mal ausgefahren ist. Ladet sie etwas weiter aus. Hier sind sie beide jetzt nebeneinander. Beide noch mit Gimbalschutz. Ja. Hier oben schaut es dann so aus. Was euch vielleicht auffällt, hier diese Plaketten, die sind übrigens noch lieber hier, die sind verpflichtend bei beiden Drohnen. Das ist, wie ich schon bemerkt habe, oder wie ich euch schon erzählt habe, diese Registriernummer, die man beim Luftfahrtbundesamt beantragen muss. Ja, hier zum Controller habe ich noch was zu sagen. Der Controller hier von DJI hat hier unten noch einen Micro-SD-Kartenslot, den man dann auch irgendwann mal aufbekommt. Genau, da ist er. So, wie man sieht, ist hier einmal eine Ladebuchse. Das ist wirklich eine Ladebuchse und zwar für externe Geräte. Da kann man also praktisch den Controller noch als Powerbank benutzen. Und hier kommt eine Micro-SD-Karte rein, die alles das, was hier drauf stattfindet, mitschneidet. Diese Buchse ist zum Aufladen wieder des Controllers gedacht.
Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sehen kann im Hellen, aber der ist auch sehr gut ablesbar. Von den Bedienelementen her hat er auch noch eine weitere Besonderheit. Neben den Standardsachen wie Follow Home, Einschalten, rechts, links, auf, ab und so weiter und so fort, hat er auch noch hier hinten eine direkte Taste zum Aufnehmen, eine direkte Taste zum Fotografieren, eine Taste für die Gimbal-Neigung und ein Rad für Zoom. Hier unten die Funktionstasten kann man auch einzeln belegen. Die sind vorbelegt mit dem Hochkantfilmen, was die DJI kann. Sie kann also wirklich komplett den Gimbal nach senkrecht drehen, nicht nur waagerecht. Und der war, ich glaube, um den Ton auszuschalten oder so und sowas. Jetzt sieht man mal hier das Display. So schaut es also aus. Und so kommt es dann raus. Und direkt noch ein kleiner Trick am Anfang. Diesen Gimbal zu schützen ist gar nicht mal so einfach. Aber es gibt einen ganz einfachen Trick, weil es ist echt tricky, den von hier aus dann draufbringen zu wollen, weil das Gimbal immer abhaut. Man dreht sie auf den Rücken, dann geht es eigentlich relativ einfach. Dann kann man nämlich den Gimbalschutz hier mit dem Häkchen unten einhaken. Dann den ganzen Gimbalschutz einfach, ihr seht schon, so ein wenig tricky ist das schon. Wie gesagt, Gimbal in Position bringen. So. Am besten auf dem Rücken. Also wie ihr seht, es ist tricky. Geht's doch. Der rastet dann ein und der Gimbal ist gesichert. Das geht bei ihr hier etwas einfacher, da sie auch nicht einen extrem weichen Gimbalschutz hat. Ja, die ist also schon, ist zwar auch richtig schön gelagert, dieser Gimbal, aber nicht ganz so weich. So brauchen wir den nur so zentrieren. Einklipsen und schon ist er drauf, also es geht schon viel, viel einfacher. Ja, so viel zu den Eckdaten. Ja, und dann fangen wir mal an mit den Tests und mit den Vergleichen. So, liebe E-Bike und Drohnen und Outdoor-Freunde, jetzt geht's los mit dem großen Vergleichstest. Jetzt gehen wir nämlich raus aufs Feld und dann fliegen wir eine Runde. Okay, bis gleich. I'm not someone you should cheat on. 'Cause when I come back strong. Raise your glass to the sky. Let's toast to that. So, wir fangen jetzt an mit der Zino Mini Pro. Die werden wir als erstes.
Die werden wir als erstes in die Lüfte bewegen. Und das war der Gimbalschutz. Jetzt starten wir das Mäuschen erstmal. Da ist er. So, und sobald die abgehoben hat, können wir jetzt auch starten. So, da steht sie jetzt in der Luft. Es ist leicht windig. Sie eiert ein bisschen rum. Aber man sieht jetzt schon ein nettes Krönchen. Ne? Und die ist zu niedrig, also geht's aufwärts. We'll be right back.
so fragile. When you know yourself well, somewhere down the sweet line. When I do things for me, cause I don't wanna be a therapy, I wanna be free. So, ooh, gotta go and grab a spoon now. Ooh, make a life for myself. Ooh, I don't know what I'ma do now. Ooh, but I don't need your help. Get out of my way. Jetzt kommt sie wieder runter, sucht das Landepad. Es ist etwas windig, deswegen driftet sie ein klein wenig ab, aber sie hat es gefunden. So, wie man sieht, das ist jetzt die DJI Mini 3 Pro. Ich hoffe, man sieht das, ja. Ansonsten, das Ding hat Obstacle Avoidance auch, und zwar läuft die immer kontinuierlich. So, jetzt filmt sie auch. Dann schauen wir mal, wie die sich schlägt. Jetzt probieren wir als erstes mal den Active Track aus. Also ich bin eingeloggt und jetzt folgt sie mir. Ja. Nehmen wir mal wieder und schauen, was sie jetzt macht. Aber sie folgt mir, so wie ich das sehe. Also ab und zu mal, jetzt, wenn man jetzt stehen bleibt, kommt sie natürlich was näher. Und jetzt sollte sie eigentlich was rückwärts fliegen. Das tut sie auch und sie behält mich auch im Bild. Also das ist wirklich tippitoppi, wie man so schön sagt. So, alles andere testen wir jetzt anschließend mal. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man, passing by, life is good, best I've ever felt. Up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive. As I reach out, reach out.
Super leise. Naja, gut. Die absolute Herausforderung für die DJI. Apas 4, einmal durch ein Waldstück durch. Wir probieren es einfach mal. Don't ever let me go.
Ich muss sagen, die DJI hat das sehr hervorragend gemeistert. Der vertraue ich da also wirklich ein bisschen mehr als der Zino. Mit der Zino würde ich sowas nicht machen. Also Active Track klappt wunderbar. Somit mein Fazit. Also dazu auch nochmal. Die DJI ist von Anfang an schon zuverlässiger, als es die Zino im Moment ist, obwohl die jetzt schon ein halbes Jahr auf dem Markt ist. Aber man muss auch sagen, die ist natürlich ein gutes Stück preiswerter und sie kann fast alles, was die DJI auch kann, aber die DJI ist schon das ausgereiftere Produkt. So, da ist sie wieder und da bin ich auch wieder. Runde beendet. Ja, Active Track, erfolgreich. Also ich finde, die DJI macht das richtig klasse. Also auch in dem Waldstück da, wo es durch die Bäume durchging, wie ihr das seht. Prima Drohne. Leider habe ich nur einen Akku, das Schleimohr ist noch nicht gekommen, kommt aber wohl am 27.06. Ah ja, dann schauen wir mal, dann wird es bestimmt noch ein paar Aufnahmen mehr geben. Ja, Fazit nochmals, die Zino Mini Pro ist ihr Geld wert. Kostet um die 530 Euro mit Tragetasche und ich glaube zwei Akkus oder einem Akku, kann sein. Also wie gesagt, knapp, bleibt auf jeden Fall unter 600 Euro mit drei Akkus sogar. Ja. Die ist ja Geld wert, die tut auch das, was sie soll. Sie kann auch verfolgen, Active Track hat sie auch. Hat auch eine Hinderniserkennung und so weiter und so fort. Und auch eigentlich im Prinzip eine 4K-Kamera hat sie auch und macht eigentlich auch sehr gute Bilder. Von der Bildqualität her der DJI eigentlich in nichts nachstehen, weil die DJI im 4K-Modus immer noch HDR direkt automatisch dazu schaltet. Wenn man das bei der Zino Mini vergisst, hinzuzuschalten, denn das kann sie auch, dann sind die Bilder etwas blasser. Ich finde allerdings, sie sind dann noch etwas natürlicher. Aber das ist alles Geschmackssache. Vom Flugverhalten her sind die Drohnen leicht unterschiedlich. Die Zino ist ein wenig nervöser, wobei man das auch noch etwas wegregeln kann. Aber ich mag das einfach so, wie die fliegt. Und ansonsten muss das jeder selber entscheiden, ob 300 Euro mehr für die DJI mit dem normalen Controller oder mit dem RC-Controller sogar fast 500 Euro mehr. Ob einem das wert ist. Bei DJI kommt noch hinzu, da kommt die Fly More Combo noch oben drauf on top. Die kostet auch nochmal fast 200 Euro. Oh. Dann läppert sich das zusammen. Naja, man muss wissen, ob es einem das wert ist. Dafür bekommt man eine sehr gute, haptisch hochwertig anmutende und prima funktionierende Drohne. Ansonsten wäre es das für heute. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Test gefallen und ihr konntet was damit anfangen. Wenn es so ist, dann folgt mir weiter, gebt mir ein Like, ja, Daumen rauf und wenn ihr Bock habt, Abo natürlich, klar. Ansonsten sage ich wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Didi, ciao.